Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Heute hier mit einem neuen Part meiner Videorubrik Tour in the Underworld. Und zwar schauen wir uns mal den neuen Support für das Burning Abyss Thema an. Hier haben wir zum einen Virgil und Rubik. Virgil ist jetzt schon eine Weile bekannt. Der ist ein Synchromonster, Licht, Spellcaster, 2,5 Angriff. Und man braucht einfach einen Tuner und ein oder mehr Nicht-Tuner-Monster. Man kann nur einen Virgil kontrollieren und einmal pro Zug den Effekt dann aktivieren, indem man eine Burning Abyss-Karte in den Friedhof schickt. Wählt man ganz einfach eine Karte, die der Gegner kontrolliert oder im Friedhof hat und mischt die zurück ins gegnerische Deck. Und wenn Virgil durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört und im Friedhof gelegt wird, kann man noch eine Karte nachziehen. Rubik ist jetzt hier seit ein paar Tagen bekannt. Das ist der Tür-normale Branch, der in New Challengers rauskommen wird. 2-1 Defense, 100 Angriff und er hat keinen Effekt, wenn er im Friedhof geschickt wird. Also ist wirklich nur ein Tuner, der hier auch wieder gespecialt werden kann, wenn man keine Zauber und Fallen kontrolliert und der ebenfalls zerstört wird, wenn wir ein Monster haben, was nicht Burning Abyss im Namen hat. Richtig interessant sind dann die drei Karten hier, die wurden jetzt veröffentlicht und zwar sind das die nächsten zwei Male Branch, die rauskommen. Elitch und Kalkip, wenn ich die richtig ausspreche. Also bei Elitch hat man ja eigentlich gehofft, dass er Ali heißen wird. Ist jetzt nicht wirklich so der Fall. Hat 1-2 Angriff und der Kalkip 1-4 Angriff. Und die haben wieder die Standard-Burning-Abyss-Effekte, können gespecialt werden, wenn keine Zauber und Fallen da sind. Und wenn man ein Monster hat, was nicht Burning-Abyss im Namen hat, werden sie zerstört. Und die haben dann jeweils noch die Effekte, wenn der Elitch in den Friedhof geschickt wird, kann man ein offenes gegnerisches Monster wählen und bis zur Endphase werden seine Effekte annulliert. Viel interessanter ist aber eigentlich der Kalkip. Wenn der in den Friedhof geschickt wird, kann man eine gesetzte Zauber- und Fallenkarte des Gegners wählen und sie zurück auf der Hand schicken. Gefällt mir sehr, sehr gut, aber am krassesten ist eigentlich hier so die Fallenkarte Fire Lake of the Burning Abyss. Artwork scheint auch richtig krass zu sein und man schickt ganz einfach zwei offene Burning Abyss Monster in den Friedhof, um bis zu drei Karten auf dem Feld zu wählen und zu zerstören. Seems legit, würde ich mal behaupten. Also Burning Abyss hier auf jeden Fall wieder netten Support bekommen, muss ich mal so sagen. Und wir haben jetzt im Endeffekt sechs Malebranche-Dämonen, die bis jetzt draußen sind. Wir gehen nochmal durch hier. Das ist der Elitchier, Elitchino, der Harlequin, dann haben wir jetzt hier mit New Challengers dann noch den Calcabrinha, The Grey Stomper. Draußen hat man jetzt schon den Siriato, der White Dog. Oder White Hawk. Nicht der White Dog, sondern der White Hawk. Hier ist der Dog Scratcher. Und zwar Graf war das. Graffier Kane, The Dog Scratcher. Und hier unten ist noch unser Freund Scarmiglione, The Troublemaker. Und hier natürlich der Tuner, der jetzt rauskommt, die Ruby Cans, The Red Face Terror, also auf jeden Fall richtig krass hier, muss ich mal so sagen, mit dem Malebranche-Dämonen. Sechs Stück sind jetzt hier schon am Start. Elitch, Kalkip, Sir, Graf, Rubik und Skarm. Und wir können einfach nur die Daumen drücken, dass hier noch die anderen sechs Malebranche-Dämonen auch noch rauskommen. Vielleicht erscheint ja noch Dantes Frau Beatrice als neues Synchro- oder Exit-Monster. Lassen wir uns mal überraschen. Das war's auf jeden Fall für heute, YouTube, hier mit meinem neuen Part von Tour in the Underworld. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ein paar Likes und Kommentare. Bleibt wie immer dran. Euer 66 Flake.